Grüß euch wieder bei Far Cry 4. Das letzte Mal sind wir genau da noch stehen geblieben, wie wir in die Arena gestessen worden sind. Und dann machen wir einfach weiter. Oh. Oh, 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 oh. Komm her, da Freund. Ich brauch deine Waffe. So. Ja, dann nimm sie doch. Hallo. Was geht denn jetzt wieder nicht? Ah, da muss ich am Knopf drücken. Was habe ich denn da jetzt? Eine Schrotze, oder? Da steht er. Ah, ja, ich habe es erster gedrückt. So. Noch einmal heilen. Dann hätte ich ganz gern da. Jawohl. Okay. Gut. Ich weiß nicht, von wo kommen denn die Typen? Ich stelle mich da mal mit dem Rücken zur Wand, dass sie mich nicht von verschiedenen Seiten überraschen können. Ich muss jetzt da offenbar in dieser Arena kämpfen. Ich kann mal ein bisschen umschauen. So. Da hinten. Ich weiß jetzt auch nicht, wer ist. Ob ich da jeder gegen jeden oder ob es da irgendein Teams gibt. Habe ich noch nicht rausgefunden. Ist mir aber auch egal. Kann ich den abgreifen, den Typen? Nein. Ich bräuchte Munition. Gibt's hier nirgends Munition? Trifft mich da von hinten. Ah, scheiß die Wand an. Ja, jetzt hat sie sich erledigt. Nein, jetzt. Oh, das ist heftig da. Da kommen die Viecher auch noch. Mein Gott. Muss ich jetzt alles nochmal von vorne machen? Ich hoffe, die Tisch. Komm, lad rein, lad rein, lad rein, lad rein. So. Ein bisschen Munition sparen. Da hinten sitzt jetzt einer mit der. Habe ich den nicht erwischt? So. Was ist denn da schon wieder? Wo kommt der auf einmal her hinter mir? Verstehe das nicht. Da vorne ist das Viech. Es kommt, lad nach, Alter, lad nach. Jawohl. So. Kann ich da jetzt ein bisschen Munition abgreifen? Zumindest da für die Schrotze. Wurfmesser haben wir auch. Ah, ich habe Molotov-Cocktails auch. Scheiße, wenn ich das gewusst hätte. Ja, Alter, die leben wieder ewig. So, lad nach. Komm, komm, komm. Schneller, 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 schneller. Kommst du da jetzt endlich davor?
Sir. Habe ich da jetzt genug Munition? Ja, da habe ich jetzt endlich genug Munition. So, wo ist jetzt? War vorletzte Runde erst. Das hat Scheiße. Oh, 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 oh. Stehe ich da vom richtigen Tür? Kommen die da raus? Nein, kommen natürlich nicht. Ach, Scheiße, das hat gar nichts gebracht. Ich hab dich. Naja, schon langsam komme ich da ein bisschen rein in die Schicht. Es ist wieder einer von den Supermännern da. Jetzt ist er hinüber. Oh, da kommt ein Dicker, aber... Danke. Yeah, Sieg. Okay. Ja, wenn man in so eine Situation reingestoßen wird, muss man sich meist ein bisschen orientieren. Also ich brauche immer halt eine Zeit, bis ich mich da orientiert habe. Danke, tschau. Nicht mehr. Weißt du was? Leck mich. Stopp. Warte hier. Hör mir zu. Bitte. Paul hat meine Familie. Bis sie befreit ist, stecke ich hier fest und muss tun, was Pagan befiehlt. Was hat das mit mir zu tun? Der goldene Pfad will Pauls Tod. Und ich will meine Familie. Wir könnten uns helfen. Wie? Ich kann dich in seine Festung bringen. Und AJ? Sei netter zu Reggie und Yogi. Sie sind Spielfiguren, genau wie wir. Das kann ich nicht versprechen, ob ich zu den zwei Haberern noch nett bin. Nachdem sie mich da in die Scheiße gebracht haben. Okay. Yeah! Juhu! Ich bin der Sieger! Ja! Ja, am Rande des Wahnsinns. Die Arena, bist du bereit, die was? Shanat Arena zu betreten? Überlebe wie ein Held und werde bewundert oder stirb wie ein Feigling. Drei verschiedene Herausforderungen erwarten dich. Kampf, Endlos und Waffenherausforderung. Steige zu einem der legendären Arena-Champions auf und verdiene dir großartige Belohnungen. Ja, also das ist jetzt nicht so meins da. Was ist? Habt ihr alle keine Wäsche da? Ha? Ja, interagieren. Tun wir mal interagieren mit ihr. Achso. Nein. Nein, ich habe mir das Interagieren jetzt anders vorgestellt. Ja. Okay. Ja, ein bisschen Spaß muss auch sein, oder? Boah, ich möchte jetzt weg aus der Gegend, Alter. Das ist ja lauter kranke Typen. Da gibt es jetzt ein A für die Amita, sehe ich gerade. Wie weit ist denn das weg? Ja. Wo ist dieses A für die Amita? Und zwar schaue ich jetzt genau drauf. Das heißt, es muss irgendwo in dieser Richtung liegen. Ah, da ist es. Mitten im Tigerbiet.
Übernimm eine Kampagnenmission für Amita. Du erhältst große Punkte, große Menge XP. Ja, das auch noch schnell machen. Das heißt, ich muss da aber mal her. Und machen wir da eine Schnellreise her. Mal raus von der verrückten Gegend dort. Und werden wir so eine Mittermission machen. Ich hoffe, dass das in der Story jetzt auch ordentlich weitergeht. Gut, ja, jetzt sind wir wieder mal von ruhigen Flecken, den wir schon ganz gut kennen. Also verkaufen. Ich glaube, ich habe nicht, genau, ich habe nichts, was ich verkaufen könnte. Aber ich kann Munition, oh, ist auch jetzt nicht so viel. Da schlage ich zu. Munition ist das, ne? Ja, genau. Dann wieder Sprengpfeil. Okay, und Brandpfeil passt. Wurfmesser 3-3, Molotovs 3-3. Das passt alles. Gut, dann würde ich sagen, Karte. Wir setzen uns hier den Bunk zur Amita und begeben uns am Weg dorthin. Irgendwo ein Fahrzeug? Ja, da ist ein Fahrzeug. Mein Gott, wieder so ein scheiß Renntuk-Tuk da. Und. Oh, fahren die Kurve. Das Ding hat leider Straßenlage wie Wurstsemme. Ich meine, so vom Tempo gibt's ganz, ganz schön Gas. Tötet die Wache und rettet die Geisel. Wo ist die Wache? Du bist die Wache? Ich habe gehört, hier hätte es eine Schmugglerbande gegeben. Die haben es sich gemütlich gemacht, bevor sie alle umgebracht wurden. Ich muss meinen besten Ochsen schlachten. Ja, dann tu das. Ich weiß nicht, irgendwie packt das doch rum die ganze Zeit. Ich kann mir nicht helfen, weil da war nicht einmal eine Wache da. Naja. Hier ist Kagamin. Ich möchte zu meinem Untertanen über einen jungen Mann namens AJ Gale sprechen. Vielleicht habt ihr gehört, dass er unter widrigen Umständen triumphale Siege in Nurs Arena okay erworben hat. Der kyratische Geheimdienst und... Da gibt's keine Straße rauf. Das sind eh die. Das sind Freunde da. Aha, ich sehe schon. Oh ey, da kommt wieder Adler. Geschicht. Nein, kommt kein Adler. Ach Gott, da ist wieder das Tigerzeugs. So, irgendwie muss ich jetzt da rauf. Da sind wir ja schon. Die wird jetzt sicherlich wieder mächtig sauer sein, die Amita. Die ist sicherlich wieder mächtig sauer, weil wir die Zabal-Mission gemacht haben. Aber egal. Trotzdem mache ich hier ein Ende für die Folge. Weiter geht's dann im nächsten Part. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und pfiat euch.